Ja. Also, wir werden jetzt weiterhin mal wieder das Antikriegsspiel spielen von gestern. Weil Elder Scrolls der Meinung ist, hier einfach nochmal 6 GB runterladen zu müssen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Also versuchen wir es einfach nochmal neu. Weil gestern haben wir versucht, uns ja irgendwie rein zu fuchsen. Wir lassen das einfach mal zufällig generieren, denke ich mal. Also wir wählen uns jetzt hier keine aus. Ja, wir werden unseren Fortschritt verlieren. Das ist egal. Und wir versuchen mal keinen zu töten. Oder einfach alle. Mal gucken. Mal gucken, ob wir Pablo haben. Oder ob wir kein Pablo haben. Auf jeden Fall ist das Haus anders. Okay, wir haben schon mal ein anderes Haus als gestern. Ja, mit Balkon. Wir haben dieselben Konsorten. Jemanden, der krank ist. Wir können natürlich nicht bauen. Suchen wir erstmal wieder Sachen finden. Du kannst mal dahin. Alle gefunden. Also ein Bett können wir definitiv keins bauen, noch nicht. Schutthaufen ist eigentlich nur der. Der ist zum Beispiel jetzt schon leicht verletzt. Also, da greife ich mir da jetzt schon an den Kopf. Wir haben hier sogar noch ein Baumhaus. Hier. Tür ist zum Beispiel verschlossen. Okay. So, wir wollen das und das wollen wir haben. Schloss ist auch zu. Okay. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Dietrich. Ja, hier können wir uns durchgraben. Hier bräuchten wir einen Dietrich.
neben Bett herstellen. Den Ofen mit nur oben herstellen. Was wichtig ist, ist auch Bett. Dass man ein Bett hier braucht. So, dann gehst du jetzt mal hier runter. Das ist die Tür. Wir haben ein Bett. Regenwassersammelbecken. Filter. Drei brauche ich. Sechs brauche ich hier. Ich weiß, man könnte noch ein Bett bauen. Erstmal holen. Wir gehen erstmal hier rein. Wir nehmen den Dietrich mit und gehen plündern. Okay, wir sehen auch schon mal in der Villa jemanden in der Hütte. Wir wollen uns aber heute mal mit niemandem anlegen. Ich denke mal, hier unten ist auch jemand.
Also ich muss sagen, die Villa ist... Eine Person ist gut. Da oben ist noch jemand. Ab zum Ausgang. Wir werden hier erstmal jede Versuche weiter starten. Hier was zu reißen. Der Typ ist müde. Der ist auch hungrig, aber wir haben halt nicht viel. Du zum Beispiel kannst schon mal hier runterrennen. Dadurch, dass wir Teile gefunden haben, können wir uns was zu essen machen. Brennstoff machen. Oh, so klar, den kann man nicht mal mit hinhängen. Produzieren. Schneller. Das einzigste, was man halt herstellen könnte, wäre noch Zunder. Aber ist hier oben. Bei Tür und da ist noch irgendwas.
Sein Magenknot, so viel wie ein Scheiß gerade. Toll, zwei Diamanten gefunden. Ach, ist das eine Kacke. Also ich gehe mit dem Plündern. Der hier pennt im Bitte, der steht Wache, der geht plündern. Das verlassen wir uns. Lebensmittel finden, Mann. Da ist einer. Ich denke, das ist eine Ratte.
Familienfoto mit dem Eltern und ihren zwei Töchtern. Gut, dass die Mädchen nicht den Vater erinnern, so was wie er. Okay. Okay, ja, mal essen. Wir haben hier auch Wasser. Mal Wasser haben wir. Die Patronen können wir erstmal draußen hinschmeißen. Diese Ersatzteile hoch, weil wir brauchen was anderes. Ah, ist Zucker. Ohne Zucker gibt es keinen Schnaps. Essentieller Bestandteil für den Gärungsprozess. Schnaps brauchen wir gerade nicht. Tag haben sie uns ausgeraubt, 2 Tage später haben sie unser Mädchen ermordet. Ich habe sie alle erschossen, aber ich möchte die überhaupt nicht mehr raus. Das Gebirge in dem Haus vergraben. Im nächsten Teil sieht sie doch hier aus. Das heißt, irgendwo ist ein Knall. Das Kreuz ist bei 50%. Alte Waffe mit einigen fehlenden Teilen. Verdammt, Scheiße. Naja.
Aber sie schick gemacht. Ja, hast ja noch 4 Stunden, ne? 3. Ja, ich weiß nicht, wie die Strafe. Verdammt, eine tiefe Runde. Verdammt, verdammt. Besser auf einem Stuhl als auf einem Boden zu sitzen. Wir sollten einen bauen, damit er sei himmeliger wird. Uns helfen, uns in den Schuhen zu helfen. Ja, dann einfach bauen. Ja, gut. Jemand besuchen. Oh, hier ist ein Panzer. Thank you.
Ach ja, Pavel Buddel. Komm, Pavel. Tür ist zu. Die Tür ist zu. Medikamente, der ist müde und ist hungrig. Ein kleines Wohnhaus, alte Wohnhaus. Da ist Vorsicht geboten. Da wurde mehrere, die meisten Keller sind leider eingestaust. Da ist die Stauung, die Schaufen zu nehmen. Ich habe keine Schaufen. Stattdessen war einmal solche Parksplätze, Monumente, umringt von alten Gebäuden. Jetzt gibt es reihenweise gute Stellen für Scharfschützen, ein offenes Areal mit wenig Deckung. Zahlreiche Fälle von erschossenen Zivilisten haben den Ort seinen Namen eingebracht. Scharfschützenkreuzung. Wir könnten hier wertvolle Sachen finden, aber es ist sehr riskant. Das ist egal. Du stehst Wache. Und wir gehen zur Scharfschützenkreuzung. Mal gespannt, was wir auf der Scharfschützenkreuzung überall finden. Keine Ahnung, wo das hier rumplärrt.
Was? Ja. Verdammt! Thank you.
Ach ja. Ah, wir geben das mal auf hier. Das Haus kenne ich. Oh, wir haben jetzt vier Leute. Wir haben vier. Tür ist wahrscheinlich zu. Okay. Und das soll die Mutti jetzt warum er interessieren, was du gerade erzählst? Ah, glaub Schlimmio.
gemacht. Nö, das will sie nicht. Vier Leuten jetzt, naja. Bin mal gespannt. Was? So. Die ist krank. Sie können. Da steht es, dass die krank ist. Der macht Wache. Haben wir eine Gefahr. Auffällig besetztes Haus. Obdachlose hatten sich in langer Zeit vor dem Krieg niedergelassen, in dem Mord des Bombardierte. Und gehen plündern. Da waren wir nämlich. Das hier alles vorne ab. Gucken, was will ich hier alles finden. Das schmeißen wir dann alles nach vorne. Benötigen wir Zucker wegen Schnaps. Diese Ratten. Das wäre Holz. Das Holz, das können wir mal dahin bringen. Für den Zucker.
nämlich jetzt alles hier raus. Ne, Wasser behalten wir. Baumaterialien ohne Ende. Alter, fast der halbe Tag ist schon weg. Ist jemand drin? Nein. Verdammte Kacke. Abgesperrt. Hier ist eine Knarre. Wegräumen haben wir nämlich noch einen zweiten Ausgang. Der hat hier sicherlich eine Waffe. Das nächste müsste ich eigentlich mal eine Schaufel machen oder so, oder einen Dietrich. Dann gehen wir hier rein, knacken das auf und gucken, was da noch zu holen ist. Komm, Babel. Die Welt guckt auf dich.